Hallo meine lieben Zuckerschnuten und herzlich willkommen wieder hier bei mir. Heute darf ich euch einen Shop vorstellen. Von dem habe ich vorher noch nie gehört. Habe das erste Mal bei dem bestellt und bin so, was ich jetzt so vor mir liegen habe, echt begeistert. Gefällt mir. Um welchen Shop es sich handelt und was sie mir alles geschickt haben, zeige ich euch nach dem Intro. Ja, und zwar hat mich Diamond DIY angefragt, ob ich denn Lust habe, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich mir den Shop angeguckt und dachte, ja, ihr habt schöne, viele süße Bilder. Und da durfte ich mir eins raussuchen. Daraufhin haben sie mich gefragt, brauchst du noch irgendwas an Zubehör oder Boxen? Sämtliches, da habe ich gesagt, ja, fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, überrascht mich einfach. Haben sie gemacht. Die haben jetzt zwei Tools hier mit reingetan. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Und wir haben da als erstes so eine Slotbox. Komm raus. Hier. Die kennt ihr sicherlich auch alle schon. Eine 28er Slotbox hier mit diesen Vierereien. Kennt ihr ja, ne? Könnt ihr hier aufmachen, eure Steinchen hier rein. Und dann für kleinere Projekte ist das absolut genial. Habt ihr alles schön zusammen, könnt ihr euch auch in eine Tasche packen, zusammen mit dem Bild und dann irgendwo mit hinnehmen. Ist immer ganz praktisch. Und dann haben sie mir hier. Natürlich in Lila. Einen Stift reingepackt. Der ist cool. Guckt mal. So einen habe ich noch nicht. Oh, das könnte man jetzt. Gibt es auch ASMR für die Augen? Könnte man jetzt stundenlang hin und her rollen, oder? Oh. Schön. Und da war sogar noch so ein Metallaufsetzer mit dabei. Hier so ein einzelner. Gucken wir mal, passt der? Passt. So sieht es dann aus. So, der liegt auch gut in der Hand. Der ist jetzt nicht zu schwer oder irgendwas. Und dann waren auch noch ganz viele von diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plasteaufsetzern mit dabei. Da haben wir hier. Was bist du denn? Du bist ein großer. Ist das ein Zehner oder sind das mehr? Sagt mal. Wisst ihr das? Ich hätte jetzt geschätzt, das ist ein Zehner. Keine Ahnung. Ein Schieber haben wir dabei. Schieber geht immer. Einen kleinen Dreier. Es sind aber, das sind diese breiteren Aufsätze. Dann habt ihr hier nochmal so einen einzelnen aus Plastik. Könnt ihr euch dann nochmal austauschen. Du bist ein Sechser, würde ich sagen. Da. Und nochmal so einen gebogenen. Gibt ja auch viele, die damit gerne painten. Jede Menge Wachs haben wir dabei, auch in Lila. Alle schön paschen. Das sind 2, 4, 6, 8, 10 Stück. 10 Plättchen. Kommt man eine Weile hin und dann. Zwei Schiffchen. Drei Schiffchen, guck dir mal an. Das waren zwei kleine. Und ich habe noch keine Lila. Also die bleiben definitiv. Die grünen, die hätte ich bestimmt über die Wupper gehauen, weil die hat man ja massenhaft. Aber diese kleinen, die, ihr bleibt da. Und dann noch so ein Riesenschiffchen mit Ausguss hier vorne. Also könnt ihr euch dann, wenn die Steine drin sind, zusammenklappen. Und zum Auskippen dann hier die Schleusen auf und dann rausschütten. Ah, finde ich ein Mega-Tool. Ich gucke mal, ob ich das auf der Internetseite finde, damit ich euch das auch natürlich unten verlinken kann.
Aber krass, vielen Dank an Diamond DIY. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Natürlich in der Farbe Lila auch noch, ne? Ja, ich weiß, Lila ist der letzte Versuch. Aber naja, es ist halt eine schöne Farbe. So, das waren die Tools. Und dann durfte ich mir noch ein Bildchen aussuchen. Und ihr habt ja vielleicht das Video gesehen zu meinem geliebten Kater, der dieses Jahr über die Regenbogenbrücke gegangen ist. Und dann habe ich jetzt noch mal ein Bild gefunden. Ob ich es hier vorne drauf nehme. Es ist ein Bild von der Mies. Sie sieht nicht aus wie mein Flocke, aber ich fand das Motiv einfach wunderschön. Und irgendwo hat es auch gepasst. Ja, also ihr kriegt hier so eine Verpackung nochmal, damit das Bild geschützt ist. Und dann gucken wir mal rein. Kriege ich das auf? Ich brauche eine Schere. Schere, 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 Schere. Kriege ich dich dann auf? Wenn hier extra eine Lasche ist zum Aufmachen, na, was macht Nicole? Versucht es natürlich auf der anderen Seite, weil einfach ist langweilig. So, da kommt als erstes hier ein Toolkit. Da habt ihr, das ist süß, eine Dose mit Wachs. Und zwar eine kleine Herzdose. Da finde ich auch sehr süß, sehr niedlich. Haben gar keinen Stift mit dabei. Fällt mir gerade auf, hier ist kein Stift drin. Aber wir haben ja den anderen, von daher. Ist noch eine Plastipinzette mit drin. Ich muss es ja auch vielleicht mal so halten, dass ihr es seht. Oder? Oh, nee. Ja, ich komme klar heute. Irgendwann. So, Plastikpinzette. Einen blauen Squishy. Und noch so einen Plastikaufsetzer. Und nochmal einen Zehner. Und dann kommen wir zu dem tollen Bild. Vielleicht passt das ja auch zu dem einen oder anderen Katzenliebhaber. Ich fand das zuckersüß. Und och, wir haben ja sogar noch ein Toolkit. Okay, das ist jetzt das Standard-Toolkit, ne? Kennen wir alle. Und wir haben hier, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, sogar noch eine Papierlegende mit dabei. Schalt mal das Motiv zu, da könnt ihr es noch nicht ganz sehen. Hier haben wir alles nochmal mit dabei. Könnt ihr euch durch den Sticker-Maker ziehen. Das fetzt, das ist geil. 26 Farben haben wir. Die MC-Nummer habt ihr hier mit draufstehen. Die Anzahl. Ich denke mal, das Gewicht wird das sein. Ne? Könnt ihr euch aber hier, wie gesagt, durch euren, wenn es passt, es steht relativ weit auseinander, ne? Vielleicht nie passen. Müsste mal ausprobieren, aber könnte vielleicht ein bisschen groß sein. Dann haben wir runde Steinchen gemixt mit eckigen. Aber wir haben Acrylsteinchen und hier ist irgendwie was. Guck mal, hier haben sich ein paar mit eingeschummelt. Da und da unten, da will ich schon abhauen. Eckig. Also wir haben viel Blau. Alles schön in Zipptütchen verpackt. Hoppala. Ein kleines bisschen Rot mit dabei. Wir haben eine Leinwandgröße von 50 mal 40. Ist schon süß. Ja. Eine kleine Engelsmiets, die an einer Blume schnuppert. Und die hat mich eben an meinen Miezekater erinnert, wo man fast denken könnte, da hätte ich Schmetterlingsflügel hinten dran. Ha? Aber ich fand es eben so schön, wenn kleine Miets als Engel eben dargestellt wird. Es sind auch kleine Engel, auch wenn sie manchmal einen ganz schön die Haare vom Kopf fressen und einen auch mal aufregen können. Aber die sind kleine Engel. Spätestens, wenn sie sich dann schnurrend wieder an einen kuscheln. Kann man nicht mehr.
als Nein sagen. Kann man nicht mehr als Nein sagen, kann man nicht mehr als Ja sagen. Oh, das vorherige Video, das war schon so ein Chaos. Mensch. Ja. Das ist die Leinwand, die ich mir aussuchen durfte. Sie ist auf also es ist eine etwas starrere Leinwand. Ne? Wir haben jetzt hier keine Flauschi, aber jetzt gucken wir nochmal nach dem Druck. Der Druck, ich halte es euch mal ran. Hier oben hat man noch mal das Vorschaubild. Fokus. Aber den Druck, den kann man 1A lesen, ist hier auch noch mal heller. In den helleren Farben ist es dann dunkel abgedruckt. Die DMC-Nummer haben wir hier, die Liste. Also kann absolut nichts schief gehen bei diesen kleinen Engelchen. Das ist süß, oder? Ja. Ja, also der Shop, der hat ganz viele Standardbilder in seinem Programm. Ne, und solche einzelnen, auch Mehrteiler und alles von Landschaften über Tiere zu Porträts. Ihr könnt dort gerne mal durchstöbern. Ich verlinke euch den natürlich unten in der Infobox. Und damit sage ich vielen, vielen lieben Dank für dieses Riesenpaket an Diamond DIY, dass ihr mir das einfach so zur Verfügung gestellt habt. Echt Bombe. Danke, danke, danke. Und natürlich auch an euch danke wieder fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mal bitte alle schön gesund. Habt eine wundervolle Zeit mit all euren Liebsten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.